hier eigentlich noch Platz? Nee. Ich hätte das sogar noch eins höher machen können. Ein Glück ist das 2 hoch. Deswegen funktioniert das. Nee, das ist sogar 3 hoch. Okay. So, das ist schon mal höchst logisch hier. Das haben wir schon mal optimiert. Wie sieht es aus mit der Map? Ganz gut. Hier, das geht immer hier so stückchenweise. Den könnten wir auch mal in Benutzung mitnehmen. Wir machen das nämlich so, dass wir jetzt hier noch elektrischen Erdförderer damit machen. Wenn die ganzen Dinger mal fertig sind. Moment. Forschen wir erstmal weiter. Kann nie genug forschen. So. Ich wollte mehr Kohle machen. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir unendlich viel Kohle. Ach Gott. Aber erstmal einen Haufen Kohle noch. Das Problem ist, die könnte man jetzt nicht einfach so ersetzen, weil die elektrischen Förderer sind größer. Die sind ungefähr, ja doch, doppelt so groß sind die ungefähr. Das passt ja hier wunderbar hin. Ich glaube, die sind so runter und so, oder noch eins runter. Werden wir gleich sehen, wenn die... Das Problem ist, das hier dauert so lange, die auszubilden. Die Elektrotechnik geht voran. Könnt ihr jetzt das auch mal machen? Lass mal das. Wo sind die Großen? Hier sind die Großen, doch. Moment, das mal kurz. Warte mal. Den Platz brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich merke schon, der packt das gerade da drauf. Und dann geradeaus. So. Da geht jetzt drüber. Die muss ich mal schnell einsammeln. Psst. Eingesammelt. Mit F. Zur Info. So, da ich den... Oh. Bekreisen musste. Warte. Da das ja rüber geht, kann man das jetzt wieder so machen. Mal schauen, wie weit der geht. Der würde auf jeden Fall erstmal von da hinten nehmen. Ich könnte den auch auf der anderen Seite machen. Wie hier drüben, da würde das so gehen. Würde auch gehen. So, funktioniert. Ah shit, funktioniert doch nicht. Ich muss das wie drüben machen. Shit. Mit F. Shit. So. Ich muss das doch hier drüben setzen. Mal ein bisschen mehr Platz. Achso, AT, genau. Was hier alles gibt, ey. Kampfanzüge. Da kann man viel machen. Mache ich hier die. Ne, ich drücke mal T anstatt R. So, machen wir das. Problem ist. Brauchen wir noch so hin. Aber das ist ja kein Problem. Ah. Schon haben wir das mehr automatisiert. Haben wir jetzt mal Lampen? Ne, das ist noch gar nicht fertig mit Forschen. Dauert lange. Noch mehr von den Forschungsdingern hinsetzen. Ach ja. Wir wollen ja welche Kohle haben. Jetzt sind 2 in Benutzung. Sogar Viecher. So ein Schatten von Viechern. So, da ich das jetzt getrennt hatte, könnte ich erstmal das ersetzen. Wir haben 4 Stein. So viel Stein brauchen wir niemals. So, hier ist nämlich Kohle drin, ne? Da kann man diesen Lagerplatz erstmal
umbauen. Halt. Kurve. Ja, hin. Kann ich schon mal anschließen. Strom passt auch noch. Reicht so. Auch richtige Richtung. Wunderbar. Und die restliche Kohle geht in die Kiste. Ah, es ist ja wahrscheinlich wieder schneller als der. Das kann natürlich passieren. Das wäre jetzt natürlich ein Nachteil. Wie das dampft. Das wäre jetzt ein Nachteil. Wenn wir gerade nichts zu tun haben, können wir gleich mal ein paar von den Dingern machen. So. Kann nicht schaden. Also nehmen wir das jetzt mal raus. Testen wir mal diese Situation. Ne, der ist schneller, okay. Das kommt nämlich auf der richtigen Seite an, denn auf der Seite, wo es ankommt, da ist der Greif auf der Seite halt auch schneller. Super. So. Jetzt hätten wir drüben sieht es auch schon wieder rot aus. Überall rot. Ach du Scheiße. Wir waren beim elektrischen Felde. So groß ist das doch, ne? Dann kriegt man 90k. Finito. Oh, Automatisierung 2. Ach, immer noch von den Einern. Okay, weiter forschen. So, der automatische läuft mit Strom. Ist ja schon drin, ne? Der ist schon drin. Der läuft, glaube ich, sogar noch schneller. Und halt hat halt eine größere Größe. Hier die. Und da muss man, der Vorteil ist, brauchen wir keine Kohle mehr. Allgemein brauchen wir dann noch kaum Kohle. Aber wir könnten mal die Produktion von Eisen erhöhen. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Kupfer haben wir jetzt erhöht. Und Eisen auch noch. Mal gucken. Wenn dann noch irgendwann bessere Öfen kommen. Ein Rohr. Ein Rohr gibt es auch noch. Genau, mit Rohr können wir das dann weiter verbinden. Können wir dann das effizienter nutzen. Ne. Geht ja auch so. Ist ja auch schon genug drin. Ja. Aber ich muss sagen, das Spiel, das kann man, wie gesagt, extrem lange spielen. Das macht extrem süchtig. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, vor eben bis 3000 Stunden. Also halt schon bevor es beim Sale herauskam. Beim Sale bei Steam rauskam. Das ist schon teilweise extrem krass. Läuft. Ja, ich muss sagen, wenn du es anguckst, das sieht dann nichts aus, aber ist einfach alles, wenn man sich das überlegt, das hat man mit seinen eigenen Händen geschaffen, ja, also virtuell, aber trotzdem, das hat man sich so überlegt, sieht genauso aus, wie man das wollte. Genauso hat sich da was gedacht, bei jeder einzelnen Strecke hat man sich gedacht, ja, genau so bauen wir das jetzt. Ich bin zwar dumm, aber das funktioniert trotzdem. So. Und wenn man nämlich dumm ist, dann kriegt man nämlich auch raus, wie man Ausgleich baut. Nämlich so. Das ist genial. Das ist echt genial, das Spiel. Hey, ohne Scheiß, ich glaube, ich muss ja wirklich jeden Tag hochladen. Ich würde das jetzt so lange zocken, weil hier gibt es immer was Neues und durch die Forschung, das wird immer mehr. Und das, oh, die. Und dann auch angreifen und oh, diese unbeschreiblich ist das, was man alles machen kann. So, Vorteil ist, geht das auf der Seite auch noch. Können wir gleich mal aufstocken. Gibt es jetzt mittlerweile mal Öfen, die Tragemaschine? Genau, stellt Gegenstände aus zwei Bauteilen her.
gucken wir uns dann gleich mal an. Können wir sie jetzt. Aber vorher platzieren wir erstmal noch so ein zwei von den Teilen. Passen ja gerade gut hinten. Na, da wird die Produktion extrem erhöht. Moment, wir brauchen keine Kohle mehr. Wie die Zukunft? Läuft alles mit Strom. Wie sieht es aus mit dem Netz? Ja, Hälfte bis drei Viertel geht. Wir gucken uns das mal an. Das muss ich mir erstmal angucken. Was macht eine Montagemaschine? So. Ah, eine Montagemaschine kann das herstellen, was man im Inventar herstellen könnte. Das ist vorteilhaft. Wir haben ein Inventar. Hätten genug. Intelligenter Greifarm. Kann Gegenstände filtern, kann mit einem Logiknetzwerk verbunden werden. Der brauchen wir noch nicht. So. Gibt mal Licht mittlerweile. Nee. Was ich. Doch, den brauchen wir doch. Moment. Anschließen. Braucht Strom. So. Was hauen wir rein? Ich würde jetzt sagen. Davon ganz viel. Kupfer. Zahnrad. Moment, das könnte man eigentlich. Ne, dann machen wir direkt mal einen intelligenten. Wo man schneller greift. Den haben wir. Ne, den kriegt man gar nicht. Den kriegen wir doch noch gar nicht. Den schnellen Greifer. Naja, dann machen wir dann erstmal den normalen Greifarm. Aber wir haben ja noch genug. Ich würde das jetzt so machen. So, der braucht Strom, das ist klar. Logo. Die Welt und ich. So, der wirft dahin. Da kommt jetzt das ins Spiel. Der liefert rein. Ich will das machen. Der liefert rein. Oder nicht? Hä? Der macht immer noch zwei. Und Zahnrad. Da bräuchte ich jetzt jemand, der gerade Zahnrad herstellt. Ich könnte die höchstens ein. Ich könnte das so machen, dass ich die vorproduziere und da reinsetze. Kann er das nicht so machen? Kann er das nicht so machen? Also das funktioniert schon mal. Wie sieht's aus mit der Strom? Geht. Wie kann ich denn das Zahnrad hier mit einbinden? Frage. Ich finde, wir können jetzt sogar die Forschungseinrichtungen automatisieren. Weil das einzige, was mich momentan bis jetzt genervt hatte, das einzige, weiß, ist das mit der Forschungs. Nee, falsch, wo sind die Masten da? Hier ein und hier ein, so. Geht rein, ne? Mal schauen. Geht nicht rein. Kriegt er ne? Verstehe ich nicht. Ach, ist voll, deswegen. Ja. Mach halt mal leer. Ah, ne, geht ja auch nicht. Hm. Mach mal so, dass man. Wenn. Ach nee, wenn bis hierhin voll geht nicht, weil holt dann eher.